herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Wir kochen heute eine Kürbissuppe und dafür verwenden wir die folgenden Zutaten. Etwas Öl zum Anbraten, rote Zwiebeln, Kartoffeln, Kürbis, Gemüsebrühe, Orangensaft, Hafercuisine, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Petersilie. Den Kürbis müsst ihr übrigens nicht schälen, zumindest nicht, wenn es sich zum Beispiel um einen Hokkaido handelt. Da könnt ihr die Schale sehr gut mitessen, da sie beim Kochen weich wird. Wir starten damit, dass wir etwas Öl in einem großen Topf erhitzen und anschließend, wenn das Öl heiß genug ist, braten wir darin die roten Zwiebeln an. Wenn das dann so 3 bis 5 Minuten vor sich hin gebrutschelt hat, geben wir im nächsten Schritt den Kürbis dazu, dünsten diesen ein paar Minuten mit. Danach geben wir dann die Kartoffeln mit dazu und dünsten auch diese wieder ein paar Minuten mit. Bei jedem Schritt könnt ihr ungefähr so von ca. 5 Minuten ausgehen. Jetzt gießen wir das Ganze mit ausreichend Gemüsebrühe auf, fügen noch den Orangensaft hinzu. Jetzt geben wir im nächsten Schritt noch Pfeffer und Salz mit dazu. Rühren das Ganze einmal ordentlich um. Und lassen es jetzt 20 bis 30 Minuten mit geschlossenem Deckel kochen. Jetzt pürieren wir das Gemüse. Jetzt bin ich wieder auf den kleineren Topf umgestiegen. Ich gehe nochmal mit dem Pürierstab durch, um auch alle Bröckchen zu erwischen. Dann fügen wir die Hafersahne dazu. Sowie Zitronensaft und Petersilie und vermengen das einmal kurz miteinander. Jetzt probieren wir mal, wie es so schmeckt und würzen gegebenenfalls mit etwas Gemüsebrühepulver nach. Testen das Ganze nochmal. Lecker! Zu der Suppe passt gut ein frisches Brot oder auch noch etwas Kürbiskernöl. Die meiste Arbeit bei einer Kürbissuppe macht eigentlich das Schneiden des Kürbis. Der Rest geht dann relativ schnell. Deswegen sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Gebt dem Video, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt bleibt mir nur noch zu wünschen, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.